Ah, so, da kann ich drin stehen. Wow, die Musik ist so nervig laut. Und ich flieg. Runter. So, hier geht's jetzt hoch. So. Ja, hallo Eule. Ja, ich würde gerne da rein. Danke. Und ich würde das gerne überspringen. Ja, von dir fehlen noch ein paar Stücke, wissen wir. Ja, Reboote ruhig. Okay. Ja, wir sind wieder im Haus. Und wieder auf Anfang alles. Und hopp. Und ja, es verschwimmt. Ach so. Da war, glaube ich, noch was. Es verpixelt alles. Hör auf, so zu verpixeln. Ja, Gomez sind nur noch rote Punkte. Hallo, weißer Würfel. Hallo, Kernspaltung. Hallo, grandioser Anfang.
Hallo bunte Wellenlinien. Hallo Universum. Hallo Tetris-Block-Universum. Hallo weiße Wabberlinien. Erdbebenstärke 10 auf der Richterskala. Und wieder ein weißer Würfel. Jetzt nicht mehr. Ja. Komm, es freut sich nicht. Ja, gut. Bring mich bitte wieder in mein normales Spiel rein. Was habe ich gerade angeklickt? Okay, ich bin wieder da, wo ich sein sollte. Nur ich habe die Brille noch nicht. Oder? Warum ist hier wieder alles zu? Okay, ich muss mal kurz einen Cut machen und wieder zurück. Also bis gleich. Also ja, ich bin jetzt mal hoch zu Gießer. Mal gucken, was der zu sagen hat. Weil mir ist aufgefallen, wir haben ja unseren Fes auf, also dürfte das eigentlich gar nichts ausmachen. Wir müssen halt wahrscheinlich bloß wieder die Brille entgegennehmen, um alles wieder freizuschalten. Ja, der große Käsewürfel auf Doom. Da der Glitch in der Matrix. Was? Jetzt kriegen wir Sonnenbrille. Haben wir die vorhin auch gekriegt? War das auch eine Sonnenbrille? Ja, drücke rechte Alt. So, dann machen wir den Würfel mal wieder kaputt. Genau, Reboot BIOS.
So, wieder die Verzerrung. Und wir sind wieder am Anfang. Gut, unser Zeug ist alles da. Tun wir einfach so, als ob das alles nie passiert wäre. So, das heißt wieder nach da oben. Und hoch und hoch. Hopp, hopp. Und ouch. Ja, definitiv ein toller Anfang. So. Bin jetzt wieder im Hub und müsste hier rein. Und diesmal nicht in das Endgebiet. Sondern einfach hoch, hoch, hoch. Ja, also nicht durch die große Tür. Was ist denn da der kleine? Da ist eine Eule. Aber bei der dürfte nichts sein. Nein. Okay. Wenn ich die Zeichen richtig deute, ist der Thronsaal eh woanders. Ja, genau hier. Also entweder ist was hinterm Thronsaal versteckt. Nee, das können wir ja sowieso sehen. Also hinterm Thron ist schon mal nichts versteckt. Ah, genau, vor dem Thron ist was versteckt. Etwas, das wir nur sehen, wenn wir auf dem Thron stehen. Ja, bingo. Das ist wieder eine Kombination. Also wenn ich von oben nach unten lese, ist das erst D. Also man muss das Ganze um 90 Grad drehen. Ist halt die Frage, 90 Grad nach links oder rechts? Ich schreibe sicherheitshalber mal beide Kombinationen auf. Also D, A, D. A, D, A, D, A. Nochmal D, nochmal A und dann zweimal D. Und von der anderen Seite sieht das genau andersrum aus. Erst zweimal D, dann einmal A. Dann nochmal D, also gerade andersrum. Gut, probieren wir das mal aus. D, A, D, A, D, A, D, D. Das war schon mal falsch. Okay. D, D, A, D, A, D, A, D, A, D. Sind doch 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Zeig mir das Ganze nochmal. D.
Das ist doch ein A, ja. Dann kommt ein D. Dann A, dann D. Ja. Weil egal wie rum ich es drehe. Ist halt die Frage, hat das Hochzeichen da oben noch was zu bedeuten? Okay, versuchen wir es nochmal. D, D, A, D. A, D, A, D. Nein. D, A. D, A. D, A, D, D. Nein. D, D, A, D, A, D. Jetzt habe ich mich verzählt. Also nochmal. D, D, A, D, A, D, A, D hoch. Ja, natürlich, das ist dann ja nicht hoch, das ist dann entweder links oder rechts. Wenn das Ding auch noch was damit zu tun hat. Von hier aus sehe ich es gar nicht mehr. Also. Ja, weil egal wie ich die Dinger drehe, es ist beides mal dasselbe Zeichen. Also sowohl von oben gesehen als auch von unten gesehen fängt es mit D an. Wieder raus hier. Es hat jetzt die Frage, wie interpretiere ich das? Drehe ich's? So müsste es hier zuerst hinkommen und ansonsten müsste es da zuerst hinkommen. Also entweder zuerst damit anfangen mit einem links oder mit einem rechts aufhören. Also links D A D A D A D D war schon mal nicht. Oder es muss ein runter D A D A D A D D sein. Nein. Auch nicht. Oder ein hoch D A D A D A D D. Nein. Oder ein hoch D D A, D, A, D, A, D. Nein. D, D, A, D, A, D, A, D hoch. Nein. Jetzt mal davon, gehen wir mal davon aus, dass das vielleicht ein Troll ist, dann versuche ich doch mal verkehrt herum.
Also A D A D A D A was auch nicht. Ich einschlafen, Gomez. A D A D A D A A was auch nicht. Hinterm Trumpf verstecken bringt sicher auch nichts. Also was habe ich noch? D D A D A D A D. Nein.